Herzlich willkommen. Wir sind in der Gemeinde Wettenberg. Draußen ist es ungemütlich nass und ich bin richtig froh, dass wir heute uns einer Disziplin vom Hallenradsport widmen. Der RSV Kroftorf-Kleiberg veranstaltet heute seine Vereinsmeisterschaft im Kunstradsport. Nach 2 Jahren Corona-Pause ist das jetzt mit einer der ersten Gelegenheiten, wieder einen Wettbewerb auszuführen. Wir nutzen die Chance und gucken uns heute mal an, was Kunstradsport überhaupt ist. Also das hier ist ein Einer-Kunstrad, das wird zum Einer- und Zweier-Kunstradfahren genommen. Das hat einen speziellen Lenker, wo man sich raufstellen kann. Auch der Sattel ist so konstruiert, dass man drauf stehen kann, sich draufknien kann oder ähnliches. Dann hat ein Kunstrad, kann sowohl vorwärts als auch rückwärts fahren, hat keine Bremse und keinen Leerlauf. Und speziell bei den Einerrädern haben wir noch Dornen, auf die man sich auch draufstellen kann. Der Vergleich zum Reigenrad, das ist fürs Mannschaftsfahren, fürs Vierer und Sechser. Dort bleibt man im Sattel sitzen und es werden nur Figuren mit mehreren Sportlern gefahren. Das hat dadurch den anderen Lenker, damit man besser aneinander vorbeikommen kann. Also Kunstradfahren ist ein Programm, darf nur 5 Minuten dauern und maximal 25 Übungen haben. Diese Übung muss man innerhalb dieser 5 Minuten gefahren haben. Was außerhalb von der Zeit ist, kann nicht gewertet werden und wird abgezogen. Man reicht das ähnlich wie beim Eiskunstlauf eine gewisse Schwierigkeit ein, da die Übungen ja unterschiedlich schwer sind. Und dann wird die Ausführung abgezogen und wie gesagt, was außerhalb von der Zeit ist, kommt dann auch in Abzug. Unser Verein ist ursprünglich 1910 gegründet worden. Und zwar gegründet wurde das gemeinschaftlich zum Corso fahren. Corsen war also mit normalen Fahrrädern Ausflüge zu machen in die Umgebung. Und 1950 haben wir sehr beherzte Leute im Verein gehabt, wie den Werner Wenzel und den Herr Bittendorf, die den Kunstradsport und den Radball bei uns entwickelt haben. Die Erfolge kamen gleich danach. Wir haben es tragen praktisch seit 1950 sind wir immer auf deutschen Meisterschaften platziert und haben gerade im Kunstradfahren viele deutsche Meistertitel im Sechser Kunstradfahren erreicht. Ja, die Corona-Pause war eine richtige Zäsur bei uns im Vereinsleben. Wir haben 1,5 Jahre praktisch keinen Sport treiben können und haben uns Gott sei Dank nach der Corona-Pause wieder alle gefunden. Wir haben keine Abgänge gehabt. Und der Sport hat sich wieder entwickelt und damit die Vereinsgemeinschaft, auf die wir sehr, sehr großen Wert legen, erhalten bleibt und auch gefördert wird, machen wir diese Vereinsmeisterschaften. Das hat ganz tiefen Grund, dass die Eltern auch sehen, wie sich die Kinder entwickeln und was sie für Leistungen schon bringen. Ich bin die Saskia Braun, ich fahre Einer, Zweier und habe auch mal Mannschaft gefahren. Im Zweier fahre ich mit der Lara Luisa zusammen und da gibt es Übungen sowohl auf einem Rad als auch auf zwei Rädern. Das Programm geht 5 Minuten und im Training, da trainieren wir 1,5 Stunden, 2-mal die Woche ist das dann. Und Einer trainiere ich auch 3-mal die Woche. Ja, und vielleicht kann die Liesel noch was zum Zweier sagen. Ich bin die Lara Luisa Dreibust und wie schon gesagt, fahre ich mit der Saskia zusammen Zweier und fahre auch alleine noch Einer. Ja, wir fahren jetzt seit circa 15 Jahren zusammen Zweier, mussten jetzt durch eine Verletzung von mir leider eine längere Pause machen und wollen jetzt wieder voll durchstarten.
Ja, und im Einer war ich auch auf den Hessenmeisterschaften. Für mehr hat es leider noch nicht gereicht, aber ich hoffe, dass da noch mehr Potenzial ist und wir vielleicht auch im Zweier weiterkommen. Unsere Kunstradsparte ist 28 Sportler und insgesamt haben wir 60 aktive Sportler im Verein. Und im Kunstradsport haben wir auch etwa 30 oder 40 Räder, die alle fahrbereit sind und mit denen die Kinder sofort trainieren können. Beim Ausprobieren sollte auf jeden Fall eine Leggings und Schläppchen, weil mit festen Turnschuhen kann man das nicht fahren. Und oder einfach Strumpfhose reicht auch zum Ausprobieren mal aus. Also einmal haben wir eine Seite auf Insta, wo man uns auch schreiben kann und da kann dann der Kontakt hergestellt werden. Man kann sich aber auch über unsere Internetseite an den Vorstand melden. Da stehen auch die Nummer von einigen Trainern, soweit ich weiß. Da kann man sich dann einmal melden und kann dann ein Probetraining machen.